wir sind das fünfte Mal wieder hier unterwegs. Es war fulminant. Wir haben alles dabei gehabt. Regen, Schnee, jetzt heute hier Sonnenschein. Zum Glück, also es hat gestern jeder brav aufgegessen. Es ist eigentlich alles hergerichtet für ein grandioses Finale. Wir haben einen Dreikampf Polen, Schweiz, Deutschland um den Titel King of the Snow. Wir sind gespannt, was uns heute hier erwarten wird. Ja, ist ganz schwierig, weil wir haben eine extrem harte Gruppe und da geht es bei jedem Spiel um alles und um jeden Punkt, wenn es dann in die K.O.-Phase geht, und deswegen ist jeder Punkt extrem wichtig. Jetzt sehe ich das da als erstes Mal live. Schönes Ambiente, eigentlich wirklich toll. Die Leute, die das da machen, die jungen Buben, sage ich jetzt einmal, haben da wirklich was auf den Boden gestampft. Ich war vor 3 Wochen am Kronplatz Skifahren, dort war das auch überall angekündigt. Und ich glaube, das wird schon seinen Weg machen. Ist ein gutes Produkt für Volleyball, was Volleyball sicher sehr gut in die Öffentlichkeit stellt. Kein bisschen müde, aber ein bisschen wehmütig natürlich. Der letzte Tourstopp, der Zirkus kommt zum Ende. War eine tolle Saison, muss man sagen, tolle Tournee. Das Wetter hat auch weitestgehend mitgespielt. Wir haben tolle Spiele gesehen, unsere Geschäftspartner waren happy, die Zuschauer waren zufrieden. Jetzt nochmal, grande Finale. Ja, und dann dürfen wir alle heute Abend ein bisschen feiern und freuen uns dann schon aufs nächste Jahr wieder. Ja, ich finde es fantastisch. Logischerweise bin ich nicht das erste Mal da, sondern ich war letztes Jahr schon da und das hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, da muss ich wieder hingehen. Was meinen Sie, könnte denn diese Sportart auch mal olympiareif werden? Ja, im Sommer Olympia nicht, aber im Winter eventuell. Ja, na, könnte sicher, wieso nicht? Ich meine, Er spricht ja nichts dagegen. Ja, das ist natürlich unser Traum. Martin und ich haben ja mal geträumt, irgendwann sind wir olympiareif. Nicht? Und dann spielen wir auf Olympia, aber ich denke mir, Europa ist schon mal das nächste Ziel und lassen uns dran arbeiten. You're queen of the snow. How do you feel now? Exhausted, but very happy. Really tired. What do you do at next? Take off our socks and shoes and then just sunbathe. We are going to celebrate. Concentrate very much. We won't win that match. We won that match. We lose this 2 match with Benny in flow. We know who win. Be king of snow. We concentrate very much and we won't win, and we do that. I am so surprised because it was close and we won, and yeah, great. So how do you feel? We're very excited. We almost didn't make it from the rounds, from the qualification, and now we are winning. So yeah, I can't be more happy. Also wir werden natürlich nächstes Jahr auch wieder unser Niveau steigern, vor allem sportlich. Also wir wollen da wieder neue Topstars herbekommen auf die Snowvolleyball-Tour. Wir werden die Tour auch dementsprechend erweitern, aber da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Da schauen wir mal, was auf uns zukommt. Aber wir haben sehr, sehr viele Anfragen aus vielen, vielen Ländern in Europa und schauen wir mal, wo es hingeht.